Ja, moin Leute und herzlich willkommen. Hey, wo seid ihr? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ARK. Wir sind gerade mit dem Wolfsrudel unterwegs und zwar wollen wir Richtung Wüste. Und da habe ich vor, auf Tilakolego-Jagd zu gehen. Zum einen, weil wir noch die Krallen brauchen. Und zum anderen möchte ich auch einen zähmen, wenn da ein gutes Level dabei ist. Im Wasser bist du aber langsam, Freundchen. Wow. Und ja, ich habe die Wolfgang schon. Man sieht es gerade, was die für einen Schaden machen. Ich habe die schon ziemlich aufgelevelt. Die sind ordentlich stark jetzt. Also, da können wir einiges mit auseinandernehmen. Ich habe auch fast alle Punkte in Angriffskraft gesteckt. Nur ein paar in Leben und Ausdauer. Der Rest alles in Angriffskraft. Da ist ja schon wieder ein Hai. Geh weg. Alle da? Oh. Ja, es ist schwer, die da keinen von zu verlieren. Wieso bist du denn jetzt wieder Rudelführer? Das verstehe ich nicht. Wovon ist das abhängig? Eigentlich bin ich der Rudelführer. Sehr komisch. Ich dachte immer, der mit dem höchsten Level ist der Rudelführer und das ist meiner. Ich habe die anderen. Oh, jetzt kämpfen die da. Ich habe die ein bisschen mehr auf Geschwindigkeit geskillt, damit die mir nicht verloren gehen. Aber es ist trotzdem schwer genug, alle beieinander zu halten. Ich muss die mal gerade. Ich stelle mal auf Passiv. Damit sie auch nur angreifen, wenn ich das will. War nicht, dass sie nachher irgendein High-Level-Tilakoleo auseinandernehmen und dann haben wir keinen. Das ist scheiße. Schon wieder 4 Level. Level 300 jetzt. Nice. Also jetzt langsam müssten wir eigentlich in das Gebiet von den Tylakolegos kommen. Also hier habe ich... Oh. Was ist da passiert? Oder war das mehr da hinten? Ich weiß gar nicht mehr genau. So, auf jeden Fall am Anfang der Wüste. Da ist irgendwas. Ein Dödi. Und tschüss. Ich glaube, das wäre mehr da hinten am Anfang von der Wüste. Gut, ich werde auf jeden Fall jetzt mal dahin reiten und mich auf die Suche machen. Und sobald ich welche gefunden habe, melde ich mich nochmal zurück. Da fehlt einer. 1, 2, 3, 4. Er ist ein Alter. Hey, was ist mit dir? Okay, Leute, bis gleich. Okay, ich muss echt aufpassen, dass die Wölfe hier mir nicht verloren gehen. Gerade ist mir schon einer abhanden gekommen. Den musste ich gerade suchen. Ja, wir sind aber jetzt auch fast da. Na. Oh, Rock Drake.
Also in der Gegend hier habe ich auf jeden Fall letztes Mal sehr viele Thylacoleus gesehen. Oh ne, hier gibt es auch Mikroraptoren, sehe ich gerade. Also mittlerweile bin ich mir nicht mehr so sicher, ob ich hier richtig bin. Ich bin jetzt eine ganze Weile hier rumgelaufen. Ich habe kein einziges gesehen. Und ein Wolf ist auch schon wieder weg, sehe ich gerade. Ah, das ist echt frustrierend manchmal. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass es die hier gibt. Ich hab auf jeden Fall schon mal hier welche gesehen, aber wie das so ist, ne? Immer wenn man sucht, dann ist keins da. Dann verstecken sie sich. Ihr seid keine. Nee. Tja, was mache ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich könnte im Redwood Forest nochmal gucken gehen. Da habe ich aber letztes Mal auch keine gefunden. So, Leute, das wird mir hier langsam zu blöd mit den Wölfen. Ich habe keinen Bock, ständig aufpassen zu müssen, dass sie nicht irgendwo hängen bleiben und verloren gehen. Darum bringen wir die jetzt nach Hause. Und dann, ich weiß noch nicht, entweder wollte ich den Rock Drake oder unseren neuen Petri nehmen. Auf jeden Fall irgendwas, was fliegen bzw. gleiten kann. Dann, ja, ich glaube, aus der Luft lassen die sich einfach besser ausmachen. Das wird dann um einiges einfacher. Ich glaube, ich nehme Petri. Der kann auch noch ein paar Level vertragen, dann können wir ihn gleichzeitig noch ein bisschen aufleveln. Okay, in der Wüste suchen habe ich fürs Erste aufgegeben. Ich habe da echt nichts gefunden. Das ist echt komisch. Oh, da bin ich 3 Minuten hier, da ist schon einer. Ja, welches Level bist du denn? Du machst meine Rüstung kaputt. 140! Ah, läuft. Oh, korrekt. Taming-Zeug. Ah, ich habe eben das ganze Filet weggeworfen. Ich war überladen. War hier nicht gerade ein Diplo? Ach, keine Ahnung. Nachher verliere ich den Tüler aus den Augen und dann ärgere ich mich. Dann wird er jetzt mit normalem Fleisch gezähmt. Das dürfte auch okay sein. Nee, 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 doch nicht. Da geht mir die Effektivität zu sehr runter. Mist. Okay, ich suche mal kurz was und dann sehen wir uns wieder. Kommando zurück. Ich habe gerade mal im Dodo-Dex nachgeguckt. Und was besser ist als rohes Fleisch, ist gekochtes Fleisch für den. Ja, das sieht doch schon besser aus. Viel mehr habe ich auch eh nicht. Man geht trotzdem gut Effektivität verloren. Ah, ein bisschen. Ah, nice. Mein eigener Tilo. Oh. Das ist auf jeden Fall eine meiner Lieblingskreaturen. Okay, jetzt müssen wir natürlich direkt nach Hause mal kurz einen Sattel für den machen. Oh, nice. Da freue ich mich richtig drüber. Er hat auch noch coole Farben. Sieht ein bisschen aus wie ein Tiger.
Nice. Okay, dieser Kollegosattel. Schnell her damit. Ich glaube, ich habe ihn noch nicht freigeschaltet. Da ist er. Fasern, Leder und Metallwaren. Na. Ist das hier nicht nach Alphabet sortiert? Komisch. Okay, nice. Endlich. Ich habe schon lange drauf gewartet, dass wir ein High Level finden. Und dann ist es auch noch direkt das erste, was uns ins Gesicht springt. Genial. Ich dachte, ich bin heute vom Pech verfolgt, aber es hat sich ja noch geändert. Oh yeah. Cool. Cool, cool, cool. Du bist ein Weibchen. 4700 Leben, 1560 Stamina. 650 Angriff, weiß ich nicht, ob das gut ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich dir mal das Zeug hier wegnehmen. Ah ja, ich habe eben gesehen, am besten nimmt man für den Titano-Boa-Kibbel. Und dann nehmen wir jetzt vorsichtshalber mal was mit, falls wir noch einen finden. Komm, wir reisen wieder in deinen Wohnort und dann suchen wir Freunde von dir. Können wir direkt mal die Geländegängigkeit ein bisschen ausprobieren. Ah, oh, ich liebe das. Aber seitwärts kann ich nicht. Nee. Aber runterrutschen kann ich. Das funktioniert übrigens auf Space-Taste. Ja gut. Dann können wir jetzt erstmal uns ein bisschen umschauen und gleichzeitig den Tylacoleo ein bisschen leveln und austesten. Komm her. Da muss einiges passieren an der Stärke. Ja, das sieht doch schon besser aus. Da ist einer, oder? Level 95. Ah, ich kann... Verdammt nochmal! Okay, jetzt geht's. Verdammt hoher Wendekreis. Aber jetzt haben wir schon mal unsere ersten Klauen. Davon brauchen wir noch einige. Also für die Redwoods ist der Tyler auf jeden Fall mega gut geeignet. Dadurch, dass er so hoch springen kann und auch kaum Fallschaden bekommt, kann man sich hier super fortbewegen. Aber leider finde ich keine Tüters mehr. Ich bin jetzt schon ein bisschen hier rumgelaufen. Das ist immer blöd. Wenn man danach sucht, dann findet man keine. Scheiß Arg. Ah, kaum habe ich es ausgesprochen. Noch ein 140er. Okay. Dann ist jetzt die männlich. Wir haben Weibchen, oder?
Ja, perfekt. Dann ist die Grundlage jetzt geschaffen, dass wir uns den ultimativen Tyrannosaurus züchten können. Cool. Cool. Oh, der hat noch den Pfeil im Kopf. Sorry, mein Freund. Aber oh, der gefällt mir noch viel besser als der hier. Lass mich los. Aha. Cool. Komm, mein Freund, komm hier. Oh, jetzt hängt er da fest. So, gib mal den Sattel her. Ihr werdet jetzt angebunden. Und dann könnt ihr direkt mal pimpern. Ah, oh, nice. Eigene Tüla-Babys. Ja, ich denke mal, das war's dann für heute. Ich werde die beiden jetzt erstmal brüten lassen. Und für nächste Folge haben wir dann hoffentlich mutierte Tylacoleus. Und ja, ich hoffe natürlich, die Folge hat Spaß gemacht. Und wenn das so ist, dann lasst mir gerne einen Kommentar da oder ein Like. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert natürlich gerne meinen Kanal. Täglich 16 Uhr kommen die Videos. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut da rein, Leute. Ciao.